Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt die Ehre und das Vergnügen, kurz über mein Lieblingsthema reden zu dürfen. Oder eines meiner Lieblingsthemen. Was könnte das sein, ja, wenn ihr mal ein bisschen raten möchtet? Hast du genickt oder bist du schon eingeschlafen? Ich habe es nicht genau gesehen. Also, ist egal. Hat jemand so eine Idee, was mich so bewegt? Frauen, sehr gut. Aber nein. Also nicht so Männer, na, auch nicht. Herrgott. Kochen, ja, komm schon hin. Na, ich sag's euch, pass auf. Fernsehen. Ich bin nämlich ein Fernsehkind. Ich bin auch vor dem Fernsehen groß geworden, wirklich. Und ich kann mich daran erinnern, für mich war das noch ein Erlebnis, ein Ereignis, wenn ich Samstagabend erst ins Bad und dann rauf auf die Couch zu Mama und Papa und dann die großen Samstagabend-Shows gesehen habe. Es war toll. Ich erinnere mich auch heute noch dran, bei meiner Oma, wenn ich da Fernsehen geguckt habe, ja, und da hat mir das Programm nicht gefallen, dann musste ich meinen Körper aus dem Sessel wuchten, diese gefühlten 150 Meter zu diesem Riesenkasten vorlaufen, ja, und dann standen da immer so Knöpfe raus, wo man dann dran drehen konnte und umschalten. Das war, pff, 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 pff. Aha, wieder hinsetzen, aha, gefällt mir nicht, wieder aufstehen, wieder vorgehen, wieder umschalten, pff, aha, wieder zurück, wieder hinsetzen, gefällt mir nicht, wieder fupp, schlank durch Sepping. Aber viel zu seppen hatten wir damals nicht. Warum? Es gab nur drei Programme, genau. Das ist immer, wenn bei uns im Publikum ganz junge Leute immer sitzen, die schauen mich an der Stelle immer völlig entgeistert an. Was? Drei Programme? Was war denn los? War dein Receiver im Arsch? Nein. Wir haben bloß drei Programme gehabt und das hat vollkommen gereicht, ja. Und ich habe ja so viel so gerne geschaut, aber ich war vor allem auch ein Fan der großen Komödianten von früher, ja. Also wen habe ich geliebt? Georg Tomalla, wenn man noch was sagt, vom Namen her. Oder der kleine Nervöse mit den Grimassen aus Frankreich, genau, Louis Sarkozy, den fand ich toll. Also, den fand ich super. Und ich habe mir mal überlegt, wie es denn wäre, wenn einige meiner Helden heute noch leben würden. Sie tun es leider nicht mehr, aber wenn sie noch leben würden und würden Fernsehen machen, zum Beispiel einen Krimi, einen Tatort. Und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Jetzt habe ich leider die Tatort-Melodie nicht dabei, aber ich mache den Vorspann einfach selber. Ihr kennt den ja alle, ne? Habt schon mal gesehen? Pass auf. Wow. Egal. Tatort am Fundort der Leiche. Als Kriminaloberkommissar haben wir Theo Lingen, sein leicht trotteliger Assistent Heinz Erhardt, die Assistentin Inge Meisel und als Zeugen haben wir Hans Moser und Louis de Funès. Gottchen, ja, der sieht ja furchtbar aus, ne? Also der sieht ja wirklich furchtbar aus, ne? Ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass er tot ist, Chef, ne? Also, Sagen Sie mal. Jetzt lassen Sie doch mal die Scherze, Erhard. Weiß man denn schon, wieso? Also ich meine, weshalb? Also ich meine, warum? Ne? Naja, wahrscheinlich hat er sich so übers Loch im Kopf erschrocken, dass er tot umgefallen ist, ne? Sagen Sie mal, Erhard, welcher Trottel hat Sie eigentlich zu meinem Assistenten gemacht, ne? Das kann ich Ihnen genau sagen, es war nämlich Sie selber. Ne? Aber das gönne ich Ihnen, Chef, ne? Also, ja. Lassen Sie mal gut sein. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich die Meisel, wenn man sie braucht, ne? Die Meisel, ja, die ist da hinten, ne? Und die sucht die Unterführung. Ne? Ich meine, die führt die Untersuchung, meine ich. Also, ich meine, ich habe... Lassen Sie mich mal. Meisel. Meisel. Herrgott, Meisel. Ja, was ist denn los, Chef? Sie wissen doch, bei mir dauert es immer ein bisschen länger, bis ich da bin, nicht? Ist ja kein Problem. Aber haben Sie hier schon irgendwas herausfinden können?
Naja, ich habe da einen Zeugen. Ein Herrn Moser. Aber den versteht man so schlecht. Ist das der da hinten? Der da? Ja. Den hole ich mal. Herr Moser? Ja, Sie meine ich. Kommen Sie mal her. Herr Moser, haben Sie hier irgendwas gesehen oder gehört oder wie auch immer? Immer noch gesagt, dahinter, da ist jemand dabei, jemand das, da habe ich nichts gesehen, da habe ich nicht gehört, da ist jemand da, was ist da gehört, was ist da gehört, Sie haben recht, den versteht man ja wirklich schlecht. Herr Moser, nochmal langsam und deutlich. Haben Sie hier... Ach doch, nicht ich langsam deutlich, Sie sollen langsam deutlich... Haben Sie jetzt hier irgendwas gesehen oder gehört? Da war so ein kleiner Mann. Der hat immer schon wild gestikuliert. Aha, ein kleiner Mann, der wild gestikuliert. Na, damit wäre der Fall ja fast gelöst, nicht? Ja, jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Mann. Wo soll ich denn hernehmen, Mensch? Ne, ich kann mal... Also. Aber den habe ich doch schon längst dingfest gemacht da hinten, ne? Das ist der Herr De Funes. Ein Franzose, ne? Auf fein, Franzose, jetzt noch ein Engländer und haben wir einen Werkzeugkasten beisammen, ne? Also. Na gut. Also gut. Dann würde ich sagen, Herr Moser, Sie können nach Haus gehen. Servus, Papa. Servus, ja. Und ist das der Herr De Funes da hinten? Den schnappe ich mir. Herr De Funes, ja, Sie, kommen Sie mit. Herr De Funes, was sagen Sie zu dem Toten hier? Herr De Funes, ich frage Sie noch einmal. Was sagen Sie zu dem Toten hier? Was soll ich denn zu dem sagen? Der ist ja tot, der versteht mir eh nicht mehr. Ha, 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 ha. Herr De Funes, Sie haben diesen Mann umgebracht. Nein, doch, oh. Ah, na. Das können Sie mir überhaupt nicht beweisen. Sie haben noch nicht mal eine Tatwaffe. Stimmt, wir haben ja noch nicht mal eine Tatwaffe, ne? Ja, stimmt, wir haben ja noch nicht mal eine Tatwaffe. Ne? Ja, das stimmt, wir haben ja noch nicht mal eine... Och, gucken Sie mal, Chef, was da liegt. Ein Baguette. Steinhart, ne? Und da vorne ist auch noch Blut dran, nicht? Ja. Jetzt haben wir Sie, also Herr De Funes, Sie haben diesen Mann mit diesem Baguette erschlagen. Und jetzt werden wir Sie festnehmen. Dazu müssen Sie mich erstmal erwischen, ich renne jetzt nämlich weg. Haha, und in Zeitlupe rennt Louis De Funes weg. Theo Lingen steht hilflos daneben und schreit, Meisel, aufhalten. Und Inge Meisel schmeißt todesmutig ihren Rollator in die Beine von Louis De Funes. Ihr Chef. Für unser Land. Und Louis de Funès fällt zum Boden. Und bleibt ohnmächtig am Boden liegen. Somit ist der Fall gelöst. Theo Lingen steht da, triumphiert und sagt, Na ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Nee? Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn jetzt? Nee? Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, ich hab's, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt alle einen trinken, nicht? Heinz, das ist die beste Idee, die du seit langem hattest. Gut, gehen wir eben einen trinken. Aber möchten Sie vielleicht noch was sagen hier, bevor wir hier... Naja, mir fällt da noch was ein, wo ich den so rumliegen sehe, nicht? Ein Gedicht. Soll ich sagen? Ja, das Leben stammt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet es auch bei Strolchen in einer solchen. Na dann, frisch, fromm, fröhlich. Dankeschön, frei.